Das Jahr 2021 ist zu Ende und auch wenn jeder dieses Jahr sicherlich unterschiedlich erlebt hat, war es dennoch ein Jahr, was vielleicht nicht zu den einfachsten gehört. Und mir liegt es auf dem Herzen, dennoch dieses Jahr abzuschließen mit einem Lobpreis und einem Fokus auf das, was zählt, auf Gott, unseren Herrn, dem alle Ehre gebührt. Und ich möchte mit dir einen Bibelvers teilen, der mich zu diesem Jahresabschluss enorm ermutigt hat. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Stay on Fire Büro. Ich habe hier mal die YouVersion App geöffnet und habe hier einen Vers für dich aus Epheser 3, Vers 20 bis 21, der so stark, finde ich, dieses Jahr abschließen kann. Und zwar ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Das ist eine Bibelstelle, die ich persönlich so stark finde. Es gibt ja unterschiedliche Szenarien, wie dein Jahr gelaufen werden kann. Mal ganz grob zusammengefasst, so dieses Szenario, da hast du wirklich etwas erlebt, wofür du Gott so endlich dankbar bist, ja? Du hast seine unerschöpfliche Kraft und das, was dein Verstand gesprengt hat, erlebt und bist so tief dankbar und kannst wirklich sagen, ja, ich gebe ihm alle Ehre. Das zweite Szenario kann vielleicht auch wirklich sein, dass du erlebt hast, dass du enttäuscht wurdest. Enttäuscht im Glauben, dass du für etwas gebetet hast, dass du vielleicht etwas erwartet, gehofft hast, was nicht so eingetreten ist und wo immer noch für dich eine riesen Baustelle besteht und du vielleicht wirklich enttäuscht im Glauben bist. Und ich finde, dass diese Bibelstelle, die wir hier haben, beides unglaublich zusammenbringt und uns eine Richtung gibt. Das Erste, wenn du dieses Tolle erlebt hast in dem vergangenen Jahr, dann ist es wirklich, dann bringt dich diese Bibelstelle dazu, wirklich Gott zu loben. Ja? Er, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir begreifen können, ihm gehört die Ehre. Und das darfst du tun. Wenn du jetzt aber auch eine Situation erlebt hast, wo du enttäuscht worden bist oder wo Gottes Antwort in dem Sinne noch offen steht, finde ich, dass diese Bibelstelle auch enorm gut einen Fokus setzt. Und zwar hinter deiner Enttäuschung diese Bibelstelle zu stellen. Hinter deiner Enttäuschung zu sagen, okay, dennoch, derjenige, der mit seiner unerschöpflichen Kraft und mit dem, was er tun kann, in mir lebt, ihm gebührt alle Ehre. Und selbst wenn manche Dinge beziehungsweise manche Dinge noch offen stehen oder ich Enttäuschung erlebt habe, kann mir diese Bibelstelle helfen zu sagen, nein, ich fokussiere mich nicht auf das, was schiefgelaufen ist. Ich fokussiere mich darauf, Gott ist immer noch in mir am Werk und er hat die Kraft, all das zu tun, was er möchte und er lebt in mir und ihm gebe ich die Ehre. Es bedeutet, diese Bibelstelle bringt beide Punkte zusammen. Zum einen den Dank für all das Erlebte, zum anderen aber auch ist er ein Hafen für die Enttäuschung, die du erlebt hast und eine Hoffnung darauf, dass er immer noch in dir lebt mit seiner unerschöpflichen Kraft und mit dem, was er tun kann, was so viel größer ist, als unser Verstand es je begreifen kann. Dieser Gott lebt in uns und er hat alle Ehre, allen Lobpreis, alle Anbetung auch zu diesem Jahresabschluss verdient. Das ist für mich eine so tolle Botschaft, so eine tolle Ermutigung, die ich hier aus Epheser 3, Vers 20 bis 21 mitnehme und die ich mit dir zum Jahresabschluss teilen möchte. Ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht stehst du auch zwischen diesen beiden Punkten, die ich genannt habe. Fühl dich angesprochen und schließe das Jahr mit Anbetung ab.